So, hallo zusammen, schön, dass ihr reinschaltet. Ihr seht es am Titel, es geht um Wild Buster Heroes of Titan, glaube ich, wenn ich es richtig weiß. Und mit im Gepäck habe ich einen Chris. Hallo. Und wir gucken uns das Ding hier heute mal an. Ich habe jetzt hier den alten Opa da erstellt mit seiner Sprühdose auf dem Rücken. Und gehe kurz durch das Tutorial hier durch. Die Charaktererstellung, die zeigen wir euch in einem anderen Video. Könnt ihr mal gucken, das ist bestimmt verlinkt oder wir verlinken es unten in der Beschreibung. Und wir gucken uns heute einfach mal ein bisschen die Features hier an, wie das Ganze hier so abläuft. Da seht ihr schon. Mit Steuerung kann man hier ausweichen. Also dodgen, ja. Jetzt muss ich hier kurz alles durchdrücken. Und man kann springen. Stimmt, das habe ich schon wieder vergessen. Ja, sehr ungewöhnlich für so ein Spiel, ne? Naja, hast du schon probiert, über Hindernisse zu springen, ob das auch geht? Ich habe jetzt noch kein Hindernis gesehen. Im Tutorial waren welche oder bin ich einfach vorbeigelatscht. Okay. So. Also ich kann zumindest über andere rüberspringen. Ja, das ist ja schon mal was. Okay, die Stimme brüllt immer noch ziemlich laut rein, aber was soll's. Hier kann ich also die ganzen Skills mal austesten. Ist ja gut, dass es ein Tutorial hat. Aber ich glaube, wir stürzen uns jetzt einfach da rein. Okay. Das machen wir hier mal. Und gehen hier rein. Wir haben es uns ja gestern schon ein bisschen angeschaut. Deswegen gehen wir das Tutorial jetzt nicht durch. Natürlich ist es eine gute Sache, wenn ihr das Spiel mal lernen wollt, beziehungsweise die Grundfunktion dazu. Ist eine feine Sache, dass sowas gibt. Manche haben das ja gar nicht. Und jetzt bin ich in der Stadt und suche mal den Chris. So, da ist er doch. Ich stehe hier an der Ente und leere gerade meinen Briefkasten. Du entleerst dich an der Ente. So, ich nehme jetzt mal die Quest hier an. Ich habe gerade gefunden, wo diese ganzen Gegenstände sind, diese Collectors Edition und so. Ah, die sind bei der Ente drin, oder was? Ja, da musst du hier bei der Ente anklicken und dann auf Event. Und da kannst du die dann rausziehen. Ah, sehr schön. Also, je nachdem, welche Box man da ja dann auch kauft, hat man da mehr oder weniger oder gar nichts. Und wir haben jetzt hier mal ein Hoverbike, ne? Oh, das habe ich noch gar nicht gefunden. Ich habe jetzt meine Ente hier ausgepackt, oder was das ist. Lalalala. Jetzt Okay. sind wir die Kohlen, Chris. Es gibt hier auch noch ein Hoverbike. Ach, das ist das, was du hast, okay. Ah. Okay, man hat jetzt auch hier die Outfits. Sam. Duke Nukem. Ah. Aber die sind für meine Klasse nicht möglich. Für meine komischerweise auch nicht. Müssen wir mal gucken, bei welcher das geht. Hast du jetzt schon hier eine Aufgabe gemacht? Also ich habe jetzt hier eine Quest, Noob Duties, Mop Up in the Elevator Shaft. Das würde mich hier wieder reinführen. Okay, in das Portal, ne? Ja. Genau. Aber wir sollten vielleicht mal eine Gruppe machen, oder? Ach so, ja. Okay, so geht's schon mal nicht. Vielleicht liegt es daran, dass ich jetzt den Rechtsklick mit einer Aktion belegt habe. Ich auch. Wie hast du das letztes Mal gemacht? Warte, jetzt muss ich mal gucken. Ich habe Invite Friend gemacht. Warte mal, Community. Dann können wir hier hin. Dann add ich mal Chris, ne? Ich habe jetzt einen anderen Charakter erstellt. Request, ja, angenommen. Okay. Jetzt invite to Squad. Jetzt müsste es gehen. Jo, da ist Und er. hier sehen wir auch.
an die lieben Zuschauer. Also Funktion gibt es noch Invite to Regiment. Es soll ja auch Raids geben. Deswegen glaube ich mal, dass das dann ein Regiment ist. Dann kann ich mich entfreunden, wenn ich einen Chris nicht mehr mag. Oder ich kann auch handeln. Cool. Na denn. Gehen wir mal rein, Chris, oder? Jo. Zum Elevator-Chef. Teleportiert sich da automatisch mit? Ja, also ich... bevor ich geklickt habe... was ist das? Ich komme hier mit so einem Helikopter an. Du hast den Ducky dabei. Ja, den habe ich gerade ausgepackt. Und ich pack. Hier kann man sich heilen, okay. Okay. Was hast denn du da auf dem Rücken? Ist das ein Kanister, ja? Ich hab's auch noch nicht rausgefunden. Ich glaube, das ist sowas wie Gift. Okay. Na, wir werden uns schon irgendwie zurechtfinden hier. Der Timer läuft ja. Das Ultimate. Hast du die schon gezündet? So. Oh, die sehen fetter aus. Oh, oh. Schon wieder ein Level up. Das war ein Boss. Ja, vielleicht so ein Zwischenboss oder so. So, ich muss mal ganz kurz nochmal die Sounds noch ein Stückchen runterstellen. Aber ich glaube, jetzt habe ich's. Ich drücke jetzt halt mal noobmäßig einfach die ganzen Skills durch. Ja, ich habe mir jetzt mal den Heiltrank belegt. Ich glaube, ich gar nicht so schlecht. Ja. So, oh, Rare Equipment habe ich gefunden. Ja, ich müsste auch mal einen Skillpunkt verteilen, glaube ich. Ja. Warte mal kurz. Ja. Okay. Okay, jetzt kann man also seine Fähigkeiten hier upgraden. Praktisch. Mit K, ne? Da gibt's passive Fähigkeiten. Dann mache ich die mal. Und ich glaube, das war's erstmal mit Skillpunkten, oder? Ja, zwei Skillpunkte hatte ich. Ah, okay. Und eins Equip. Einen Rucksack habe ich hier gefunden. Okay, und ich habe eine bessere Waffe gefunden. Die rüste ich doch gleich mal aus. Cool, also Items gibt's gleich mal. Da vorne ist irgendwie auf dem der Minimap was Dickes. Ja. Oh, habe ich was Falsches gedrückt. Also ich weiß gerade gar nicht, was ich hier mache. Ich drücke halt irgendwelche Tasten, aber es scheint zu funktionieren. Ich habe auch ein Crossbow bekommen nochmal. Cool. Du hast eine Ente, ich einen Otter. Dann kann nichts schief gehen. Und ein Level up. Mensch, da geht's aber zügig voran hier. Und man kann auch reinscrollen. Ich spring jetzt hier mal rum. Oh, ich glaube, wenn die Zuschauer das hier sehen, die werden sich ein bisschen genervt fühlen von Please wait for cooldown. Das kommt bei mir ziemlich oft. Was ist denn das für ein hässlicher hier? Aha, warum? Jack mit den Scherenenden, oder?
Oh. Ich wäre beinahe schon abgekratzt hier. Ja, wie? So ein großes Vieh und lässt kein Loot da? Ich glaube, der Loot, der landet automatisch irgendwie im Inventar, ne? Ach so. Was ist er denn hier für einer? Das vereinfacht. Das vereinfacht die ganze Sache. Was kann ich da machen? Mobile Shop. Ah, und du kannst hier Tokens, die du irgendwie kriegst, kannst du hier auch noch eintauschen. Okay. Dann verteile ich mal kurz noch einen Skillpunkt. Hier kann man wählen zwischen verschiedenen Fähigkeiten, die ich dann hier equippen kann und dann auch benutzen. Ich bleibe jetzt aber mal beim Altbewerten und upgrade einfach die Sachen hier. So. Jetzt testen wir nochmal die Ultimate von diesem Typ hier. Ah. Ich weiß gar nicht, was die macht. Das grün sozusagen. Ja. Ah. 3 Sekunden lang und dealt 480% Schaden. Ha. Also wie ich bei der Charaktererstellung da auch schon gesagt habe, das habe ich schon geschätzt, dass das bei dem so ist. Der macht Schaden, aber heilt auch gleichzeitig. Also ich mache mit den Attacken einerseits Schaden und einerseits Heilung. Lustig. Gut, du bist also für die Heilung zuständig. Oh. Schleim dich voll. Haha. Gehen wir mal da durch, oder? Wie sieht's denn hier bei der Quest aus? Against Broken. Oh, ich denke mal, wir müssen da durch. Ja? Gehen wir mal da durch, ja. Accept. Das ist wie in Diablo, da kommt dann so eine Abfrage, ob ich mit joinen möchte. Na dann, jetzt kommt der Hässliche da. Okidoki. Los geht die Party. Ich heile dich, Chris. Ich stehe hinter dir. Oh nein. Ich sollte, glaube ich, auch ausweichen hier. Das ist ganz wichtig. Das ist man gar nicht gewohnt, ne? Ja. Und springen natürlich nicht vergessen, wenn wir schon können. Boah, kriege ich aufs Maul. Oh oh, oh, der ist ja ganz schön böse drauf. Okay, Mission complete. Was gibt's denn hier in der Kiste irgendwie? Oh. Ah, da kommt der Abflug. Wir sind einfach toll, Chris, wir werden abgeholt. Chauffeur-Service hier. Okay. Oh, mal gucken, was in der Kiste drin ist. Wo ist sie? Da. Oh, was kam da jetzt raus? Guck bei mir mal. Jersey Pack. Eine Rüstung. Ja, und irgend so ein Paket oder so. Ja, das Paket musst du nochmal öffnen und dann ist da eine Rüstung drin. Okay. Also haben wir schon ein bisschen Ausbeute. Ich habe Knieschoner bekommen, ich habe eine Rüstung bekommen in dem Dungeon jetzt und ich glaube sogar was für den Kopf. Naja, und eine neue Waffe. Lohnt sich also. So, jetzt gehen wir mal die Quest ab hier. Zack. Ja, kriegst auch gleich eine neue. Okay. Make ja, your way. Schon wieder Skillpunkte verteilen. Oh. Okay, wir müssen in irgendwelche Kanäle oder so, Abwasserkanäle. Bei den Skills kannst du wählen immer zwischen zwei, hast du gesehen, ne? Ich glaube auch bei der Ultimate sogar auch, ne? Ja. Na. So
gucken wir mal hier, was die Funktion angeht. Hier könnte man gleich was in den Müll werfen bei den Sachen. Kann man das auch orten, das Inventar? Nö. Ah gut. Trash, okay. Über die L-Taste kriegt man die Missionsübersicht. K sind die Skills. M ist die Map. Eine Map ist immer gut. Wo ist die Map? Genau. Und bei N haben wir einen Personal Vendor. Okay. Okay, ja gut. Da könnte ich jetzt, glaube ich... Hey, was mache ich denn da? Complete Sale? Ja, was passiert jetzt? N Personal Vendor. Zack. Open. Turms Personal Vent. Von mir aus. Okay, das gucken wir uns irgendwann anders an. Ach so, ich könnte hier... Guck mal, Chris, du kannst jetzt bei mir was kaufen. Bitte kauf mein Item. Ich habe einen Laden aufgemacht. Was ist denn das? Ganz seltenes Item. Ganz seltenes Item. Aber meins ist besser. Nee, den schon will ich nicht. Oh. Okay, du kannst also deinen eigenen Laden hier hinstellen. Ja. Das habe ich bisher auch nur bei Ion zum Beispiel gesehen, glaube ich. Dass man das machen kann. Ja, stimmt. Das kann ich mich auch noch dran erinnern. Wo die dann überall rumstanden mit ihrem Stand. Ja. Und ein Personal Service Handbuch gibt es auch, wenn man U drückt. Achievement System, wer bildet sich auch dahinter? Hm. Crafting scheint es auch zu geben. Ja. Waffenrüstungen, Accessoires. Sogar Fahrzeuge kann man wohl machen. Krass, wusste ich jetzt auch noch nicht. Naja, machen wir mal weiter mit der Action, oder? Ja, aber wir müssen hier wieder rein. Okay. Na gut, dann gehen wir mal da rein. Auf in die Abwasserkanäle. Mhm. Ja, bestimmt toll. Na, als Held muss man immer die Drecksarbeit machen. Ja, wenigstens wird man Stil echt hier. Ja. Oh, da geht's schon wieder los. So. Ja. Also ich habe vorhin schon Heiltrank gebraucht, also das steigt schon ganz motiviert hier ein, finde ich. Ja. Oh. Da ist schon wieder was Dickes.